Ja, Familie ist vorhanden. Ja. Haben die nichts dagegen, wenn du da auch Die sind es gewohnt, bist? Weil ich war beruflich sehr viel weg. Urlaub vom Beruf. Das ist cool, das muss ich auch. Schatz. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute die SWT 121. Ich habe den Jürgen dabei, den Besitzer. Servus. So Jürgen, warum hast du dir so ein Motorrad aufgebaut? Das ist ursprünglich die R80G-S, Baujahr 87 gewesen. Hatte 82.000 Kilometer runter, quer durch die Welt. War also eine Generalüberholung und drüber nachdenken, wie baue ich sie um. Daraufhin gegoogelt und auf SWT Sports gekommen und mit dem Manuel telefoniert und hergefahren und abgeliefert. Und dann haben wir sie dementsprechend aufgebaut, Motor neu gemacht, Getriebe neu gemacht, die Schwingelänge, also richtig reisetauglich gemacht. Endlich auch eine gescheite Gabel vorne dran mit einer gescheiten Bremse. Hinten die Bremse auch verändert und sie ist einfach super geil geworden. Und warum hast du es nicht schon vor 30 Jahren gemacht? Weil vor 30 Jahren SWT Sports noch nicht existent war. Argument, ne? Das lassen wir mal stehen so. Und in welchen Ländern warst du bis jetzt mit dem Motorrad? Die Sahara 86, Tannensruf-Piste. Die ominöse 1200 Kilometer ohne Versorgung, also alles dabei, vom Sprit angefangen bis zur Verpflegung. Dann 87 in der Türkei, quer durch, also einmal außenrum, 10.000 Kilometer nur in der Türkei, bis hinten zum Ararat-Gebirge, also iranische Grenze, oben die Schwarzmeerküste zurück. Dann war ich viel mit ihr in Griechenland, also komplett die ganzen Inseln gemacht, das Festland gemacht. Und von 2006 bis 2010 war ich beruflich in Indien. Da war sie mit und da bin ich dann auch die höchste Passstraße der Welt mit ihr gefahren. Ja, und das war halt ganz cool. Ne? Der Jürgen kommt mit seinem Motorrad vorbei, stellt's her und dann hat er einen Ölkühler. Von was für ein Fahrzeug war der? Ach, der Ölkühler. Habe ich damals von der Ente, das Fahrzeug von Citroën, habe ich gebraucht von einem Citroën-Händler in Aschaffenburg gekauft für 30 D-Mark. Und die haben mir dann einen Spezel, der Ralf, dran gebaut. Und dann durch die beruflichen Schritte weltweit von mir haben wir uns komplett aus den Augen verloren. Und er ist dann auch Kunde bei SWT und kommt an dem Ölkühler vorbei und hat gesagt, den kenne ich, den Ölkühler, den habe ich dahin gefrimmelt. Ja, und so sind wir jetzt wieder in Kontakt, erstmal online und gestern Abend habe ich ihn schon besucht. Da haben wir schon eine Stunde gequatscht zusammen über SWT und unsere Motorräder. Also den Ralf sein Motorrad blendet man jetzt oben ein, ne, Johannes? Ja, das ist schon mal ganz cool so. Wie sieht die Zukunft aus? Was soll das Motorrad jetzt noch machen? In der Garage stehen, schön aussehen oder? Nein, also die wird natürlich gefahren. Ich werde in 2 Jahren hoffentlich in meinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Und dann möchte ich jetzt erstmal in Europa anfangen. Auch mal wieder den Balkan unten bereisen. Ich war damals beruflich bedingt sehr viel da unten. Wie sich es verändert hat, wie sich es entwickelt hat, das sind so die Anfänge, die ich jetzt erstmal machen will. Und dann vielleicht irgendwann mal wieder in ein Schiff rein und irgendwo anders dahin. Das muss ich noch zeigen. Familie und Kinder, sind die vorhanden? Ja, Familie ist vorhanden, ja. Haben die nichts dagegen, wenn du da draußen bist? Die sind es gewohnt, weil ich war beruflich sehr viel weg. Urlaub vom Beruf. Das ist cool, das muss ich auch. Schatz, hast du es gehört? Nur für speziell den Hacken, Urlaub, Beruf und so. Nicht nur ich bin unterwegs, auch die anderen. Wir gehen aufs Motorrad mal kurz über. Schwierig war es. Er ist mit dem G-S Motorrad herkommen. Wer sich hier ein bisschen auskennt und affin ist, der sieht hier, das ist eigentlich keine G-S mehr. Wir haben hier einen R100R-Rahmen verbaut. Da ich den G-S-Rahmen, der auch der leichteste ist vom BMW, nicht wirklich geeignet für ein Fernreisemotorrad sehe.
Hier haben wir einen Palareber-Rahmen, der sehr stabil ist. Haben auch die Federbeinaufnahme, die stärkere, behalten können. Auch der Umbau der Bremse mit dem Paralever-System auf Seilzug. Die GSS-Schwinge verlängert und hier verstärkt. Das Hinterrad ist noch original und mit einem neuen Felgenring der Firma Excel versorgt. Vorne ist es unser Standardsystem. Upside-Down-Gabel, 48 mm, 21 Zoll Vorderrad der Firma Hahnwheels. Acerbis Bacher Vorderradkotflügel, noch mit dem Gitter drin. Ein LED-Scheinwerfer, das sorgt für richtiges Licht. Und unser eigenes Windschild mit der Kante. Die Kante bricht den Wind und dann wackelt der Helm einfach nicht so. Was unbedingt am Motorrad sein müsste, ist ein Jürgenser Tank. Der hat schon ziemlich viel gesehen. Und das ist auch das, was die Gummikur ausmacht. Das Motorrad hat zwar eine neue Rahmennummer gekriegt. Also wir sehen jetzt immer so, als hätte es ein neues Herz implantiert gekriegt. Aber eigentlich ist es noch sein G-Striges, oder? Jawohl. So können wir das sehen. Ja, hinten Acerbis Bacher mit Dualsportrücklicht. So ist es auch zugelassen. Und die BK-Motor-Auspuffanlage, die von seiner R80 G-S übrig geblieben ist. Da haben wir halt ein bisschen zaubern müssen, dass das so hinpasst. Weil es keine Anlage für die Paralever wäre. Die Paralever-Anlage hat auch hier so einen Bogen. Das braucht man nicht wirklich. Für die richtige Straßenlage sorgt das Hyperpro-Federbein. Das auch schön schlank ist, nicht wie die Konkurrenz so eine dicke Feder hat, sondern es passt sich super ins Motorrad rein. Und was ganz wichtig ist, schwenkt man zum Hinterrad. Man kann auch den Desert-Reifen fahren. Da ist genug Platz dazwischen. Der große Batteriekasten, der auch hinten dafür sorgt, dass die Batterie rausrutscht, der ist hier viel höher als original. Die großen Doppel-X-Fußrasten. 1, 2, ne? Doppeltes X. Ganz logisch, ne? Das 10 cm längere Bremsseil. Das ist gut für die Rechnung. Wenn ich das dann alles anschaue, dann kann ich mir das merken. Ne? Also da ist es. Mit Seilzugprüfung. Der Wüstenluftfilter mit der Edelstahlplatte. Ich finde der Edelstahl immer besser als das Alu. Wir gehen auf den Tomaselli Lenker über, der auf unserer Gabelbrücke, auf der SWT-Gabelbrücke Nummer 123 ist. Das hat wieder nicht für 121 gelangt. Edelstahlhalterung fürs Windschild. Den Van Hill Kurzhub-Gasgriff mit dem Alu-Zugverteiler und den Take Double Mirror Spiegel, den man schön fürs Gelände verstecken kann. Und was den Franco immer freut, wer ist der Franco? Franco Capello von Acewell. Sein Tacho. Der sagt zwar immer, es gibt bessere Ausführungen, aber der Standard langt einfach. Das funktioniert. Top. Barkbuster Handschalen. Da kann man auch mal einen Abflug machen. Und hier sieht man nochmal die Edelstahlhalterung fürs Windschild. Mit 3 Schrauben kann man das ganze Gerät abnehmen. Mit 4 Schrauben kann man die Wartung übernehmen. Einer unserer letzten Schalthebel, das Alu. Danach müssen wir wieder eine neue Serie bauen. Und wie immer, die tollen Reifen aus Unterfranken, die MEFO. Na Joachim, freust du dich? Weil das ja im Jürgen seine G-S ist, haben wir uns das erlaubt, auch eine G-S Motorschutzplatte drunter zu machen mit unserem großen Ölwannenfelgen drin. Das sorgt einfach für Sicherheit und für kühles Öl. Also danke, dass du was eingekauft hast und dass wir dir das tolle Moped bauen durften. Wenn euch das Video gefällt, dann liked uns in Instagram, Facebook und wo sonst auch immer. Abonniert uns in YouTube. Danke fürs Zuschauen. Ciao. We'll be right back.
Cool.